Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Modelltipp-Video von mir. Heute wollte ich mit euch einmal Anschlagketten für Baukrane herstellen. Und zwar, ja, die sind ein bisschen primitiv von mir, nicht ganz so, ne? Einige machen da richtige Anschlagketten noch, andere machen hier richtige Verschlüsse unten dran. Kann man auch, aber für meine Zwecke reicht's und ich wollte es euch heute mal zeigen. In einem Livestream-Video habe ich mit euch schon mal angefangen, so ein paar Anschlagketten zu bauen. Die sind mir allerdings etwas zu klein. Ich habe mir nochmal andere Ketten bestellt. Und dann bleibt einfach mal dran und wir sehen uns gleich wieder. Ja, und zwar wollte ich mit euch, wie gesagt, heute mal diese Anschlagketten bauen. Ja. Ich baue die nicht ganz zu 100% so, wie sie sein müssten, aber in diesem Video wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich das mache. Was braucht ihr dafür, wenn ihr diese größeren Ketten habt, wie hier zum Beispiel? Ne? Die habe ich mir als, habe ich mir jetzt auch nochmal als zweites bestellt, die ist allerdings zu groß. Die werde ich, ja, kann man für einen Autokran in 1:50 benutzen oder auch für den 630 EC-H, je nachdem. Dann habe ich mir hier zwei so Rollen bestellt. Und zwar von diesem Draht hier. So schaut der aus. Ne? Den habe ich mir beim Modellbaudepot bestellt. Und zwar beim Jan Kutschera in Pforzheim. Der hat viele, viele Sachen. Gebt einfach mal Modellbaudepot auf eBay ein. Wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Shop. Was braucht ihr dafür? Für diesen feinen Draht, den wir ja für diese feine Kette, die wir ja als erstes benutzt haben, die ist für 1:50 Modelle, wie gesagt, zu fein. Kann ich nicht benutzen. Die werde ich jetzt für die H0 Modelle benutzen. Ne? Ich habe mal hier eine Anschlagkette, die, da kann man sehen, dass diese Kette doch etwas größer, etwas geringfügig größer ist. Das ist die, die ich mir jetzt im Modellbaudepot bestellt habe. Ne? Ja, für 1:50 sind diese Ketten sehr, sehr gut. Wie gesagt, die mit dieser Kette hier, die habe ich euch ja in einem Livestream vorgestellt. Da haben wir auch schon mal ein paar gebaut. Die ist zu fein für die H0, für die 1:50 Modelle. Deswegen werde ich daraus Anschlagketten für die H0-Krane bauen. Wie das funktioniert, das wollte ich euch jetzt zeigen. Ne? Aber als erstes, was brauchen wir dafür? Wir brauchen, wie gesagt, einmal diesen Blumendraht dafür. Den werde ich jetzt für diese schmale Kette nicht benutzen. Den könnt ihr aber benutzen, wenn ihr zum Beispiel etwas dickere Ketten habt. So ab Modell, ab Maßstab 1:50, da ist das für die Öse oben, die am Haken ist, einfach besser geeignet. Ne? Was benutze ich noch? Für die Anschlaghaken, wenn ihr 1:50 Anschlagketten baut, könnt ihr Klingeldraht dünn benutzen. Den benutze ich in dem Fall komplett für die Kette. Ist einfach für die H0 Modelle am filigransten. Ne? Dann benötigt ihr, ja, ich habe hier zwei von diesen Zangen hier. Ne? Zwei Zangen und einmal eine kleine Kombizange. Jo, dann machen wir hier nochmal einen Cut und ich zeige euch in den einzelnen Bauschritten, wie das funktioniert. Ja, was braucht ihr genau dafür? Ihr braucht einmal eine so dünne Kette wie die hier. Wenn ihr jetzt H0-Krane braucht, wie gesagt, da kann ich euch auch nochmal schnell die Anschlagkette zeigen, die ich aus den anderen Ketten gebaut habe. Und das soll daraus werden. Wie gesagt, das ist jetzt die Kette, die ich neu bestellt habe. Die passt zu den 1:50 Modellen halt besser einfach. Ja, für die H0-Krane brauchen wir eigentlich nur feinen, dünnen Klingeldraht. Ne? Wie gesagt, die Öse hier bei den 1:50 Modellen habe ich aus ganz normalem Draht benutzt, ne? Gebogen und unten die Anschlaghaken aus Klingeldraht benutzt. Ja, dann zeige ich euch mal die einzelnen Bauschritte. Ja, im ersten Bauabschnitt
Oder als erstes fädelt ihr das letzte Kettenglied einfach auf den Klingeldraht ein. Das ist bei so einer dünnen Kette sehr, sehr kompliziert, dauert ein bisschen, aber das kriegt man leicht hin. Im zweiten Schritt wählt ihr einfach die Länge, wie lang soll die Anschlagkette werden. Ja, im zweiten Bauschritt könnt ihr den Klingeldraht hier oben kürzen und eben die Anschlagskette auf die passende Länge zurechtschneiden und das Endlosstück wieder auffädeln. Im nächsten Schritt peilt ihr bitte ungefähr die genaue Länge von dem ersten Kettenzug an. Zum Klingeldraht formt den so U-förmig, das ist am besten. Ja, im nächsten Schritt könnt ihr, wie gesagt, die Schlinge oben schon formen. Ich habe das Ganze jetzt hier am 30x35 gehangen, denn es empfiehlt sich, dass die Kette an Haken zu hängen, denn so könnt ihr genau die richtige Länge ermitteln. Ne? Da könnt ihr sehen, da könnt ihr dann direkt die richtige Länge zurechtschneiden und oben die Schlinge biegen. Ne? Richtig. Beziehungsweise die Schlinge oben, die am Haken kommt, die Öse, die könnt ihr als erstes biegen und anschließend an den Kran hängen. Und so ist es besser, die Kette, das lange Stück Kette abzuschneiden. Ja, wie ihr sehen könnt, ist jetzt nicht gleich lang. Das ist bei der kurzen Kette aber auch nicht so schlimm, weil die ist ziemlich klein und pisselig. Das war bei der großen Kette hier einfacher, also bei der 1:50 Kette hier oben. Als nächstes brauchen wir wieder unseren Draht und dann kommen die Haken an die Reihe. Die sind relativ einfach, ne? Ja, wie gesagt, ihr braucht wieder Klingeldraht dafür jetzt und dann machen wir hier nochmal einen Cut und ich zeige euch das Ganze dann. Diesmal habt ihr das untere Ende für den Haken oder für den Einschlaghaken unten. Biegt das Ganze einfach wieder zu so einer Schlinge, ne? Das heißt zu so einer Schlinge, ne? Und biegt das Ganze richtig stramm zusammen. Dann könnt ihr dieses Ende abschneiden und mit dem Ende könnt ihr dann den Haken biegen. So, nachdem ich jetzt die Schlinge gebogen habe, habe ich das untere Ende abgeschnitten und einen kleinen Haken geformt. Für das Biegen des Hakens empfiehlt sich diese kleine Kombizange. Ne? Und das Ganze wiederholt sich jetzt auf dieser Seite hier nochmal. Das brauche ich euch dann nicht zu zeigen. Ne? Ja. Tja, und so sieht die fertige Anschlagkette aus. Hier unten die beiden Haken eben, die wir gebogen haben. Und unten die Öse und oben die beiden Haken. Das könnt ihr dementsprechend, wenn ihr 1:50 Modell habt, auch in 1:50 bauen. Wie gesagt, hier habe ich allerdings für die Öse oben habe ich keinen Klingeldraht genommen, da habe ich den Blumendraht, wie gesagt, genommen. Ja, und fertig schaut das Ganze dann so aus. Ja, hier zum Vergleich mal der Zeppelin in H0. Der hat so eine kleine feine Kette dran, wie man das sehen kann. Ich packe mal da die Hand so ein bisschen vor. Dann kann man das sehen. Wie gesagt, der hat eine dünne Kette vor. Und der Edilgro, über den bin ich euch im Übrigen auch ein Modellreview schuldig, der hat eine etwas größere Kette dran. Ne? Ja, wie gesagt, das dient nur zur Zierde, also jetzt nicht für Transportnachbildungen. Dafür sind diese Dinger zu instabil. Ne, wie gesagt, mir reichen sie, weil die Modelle tun nichts auf meinem Diorama.
ich spiele damit nicht rum. Das dient rein der Zierde und der Optik einfach so ein bisschen. Ja, ihr Lieben, das soll es fürs Erste auch schon mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, wie ich diese Anschlagketten für meine Krane baue. Ja, es sind nicht die allerbesten, ich weiß ich auch. Das interessiert mich aber nicht. Wie gesagt, für mich, die Dinger sind nur zur Zierde am Haken, ne? Weil wäre ja langweilig, wenn gar nichts am Haken dran ist, und so baue ich eben meine Anschlagketten. Die müssen nichts tragen können, ne? Die dienen alleine nur zur Zierde am Kran, mehr nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Weihnachten, habt auch mal an die gedacht, denen es nicht so gut geht, ne? Obdachlose, gerade in dieser Zeit jetzt, ne? Wo alle wieder von der fünften Welle reden. Ganz im Ernst, ich bin zweimal geimpft, ein drittes Mal wird es bei mir nicht geben, das muss reichen. So meine Meinung. Also, ich habe mich zweimal impfen lassen, das reicht. Sagen wir es so. Und große Menschenmengen gehe ich sowieso aus dem Weg aktuell, weil ich mag es auch nicht, wenn es zu überfüllt ist. Das ist ganz ehrlich so. Ja. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag. Verbringt mit eurer Familie. Wie gesagt, denkt an die Menschen, an denen es nicht so gut geht, die heute arbeiten müssen für unser aller Wohl. Sprich Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Taxifahrer, Busfahrer, ne? Den sei hier in diesem Video auch ganz besonderen, schönen zweiten Weihnachtsfeiertag gegönnt von mir. Ja, und ansonsten, ich denke mal, wir sehen uns, wir werden uns definitiv vor dem ersten Weihnacht, vor Heilig oder Silvester, nicht, spätestens am 31. werden wir uns nochmal sehen. Denke ich mal, dass ich da ein Video machen werde, ne? Und am 1. Januar kommt dann noch ein Video, ein Modellreview zu dem Modell, ich weiß nicht, ob ihr den hier sehen könnt, den kleinen Straubach-Bagger. Zu dem kommt dann ein Modellreview. Ne? Ist ein Exklusivmodell, weiß ich, gibt es auch nicht mehr so zu kaufen, bald nur auf 100 Stück limitiert. Aber wie gesagt, ich wünsche euch noch was. Macht es gut, bis dahin und... Salut.